Die Sonne senkt sich stillschweigend und taucht ganz Mittelerde in einen warmen Glanz. Du lässt dich einige Sekunden von der Schönheit dieses Augenblicks fesseln, bis du wieder zu dir kommst und deinen Weg fortsetzt. Ein Lächeln legt sich auf dein Gesicht, als du in nicht allzu weiter Ferne dein Ziel erblickst. Die Hügel Auenlands. Getrieben von dem Wunsch, deinen guten alten Freund Frodo Beutlin noch vor Sonneneinbruch zu erreichen, verdrängst du für den Moment die Müdigkeit in deinen Beinen und machst dich eiligen Schrittes auf den Weg. Eine herzliche Umarmung und ein üppiges Mahl hätten dir als Begrüßung bereits ausgereicht. Doch da Frodo zu deinem Besuch gleich ein ganzes Fest organisiert hat, möchtest du der Stimmung natürlich keinen Abbruch tun, stimmst in die heiteren Lieder mit ein und leerst deinen ersten Humpen in einem Zug. Beim Absetzen fällt dir durch den Boden des nun leeren Glases der Brief in Frodos Westentasche auf, der kurz davor ist, hinauszufallen. Die elbischen Buchstaben darauf wecken deine Neugier, und so sprichst du Frodo auf das Schreiben an. Es sei ein Brief von seinem Freund Legolas, der sich derzeit in den Wäldern Loriens aufhält, erzählt dir Frodo, während er mit einer wild gewordenen Meute Haarfüße anstößt. Frodo schafft es noch, dir den Brief in die Hand zu drücken und dich zu bitten, ihn selbst zu lesen, bevor er in das Getümmel grölender Gäste gezogen wird und du ihn aus den Augen verlierst. In einer ruhigen Ecke liest du den Brief und erfährst, dass Legolas plant, Frodo zu besuchen. Von den Wäldern Loriens aus habe er eine gute Sicht auf den Turm Isengards, schreibt Legolas. Er möchte eine möglichst kurze Reiseroute nehmen und fragt nun, wie weit er sich nach rechts drehen müsse, wenn er gerade in Richtung Isengard schaut, um auf gerader Strecke direkt ins Auenland zu gelangen. Du hast ein gutes geografisches Gedächtnis und deswegen gehst du jetzt vor deinem inneren Auge sozusagen einfach mal die Karte von Mittelerde durch und schaust mal nach all den Informationen, von denen du halt der Meinung bist, dass sie dir bei der Lösung von dieser Aufgabenstellung behilfreich sein könnten. Du willst natürlich Legolas auch helfen, Frodo zu besuchen. Die erste Information, die dir dazu einfällt, ist, dass die Wälder von Lorien so ziemlich genau nordnordöstlich von Isengard liegen müssten. Und die beiden Orte wiederum, also der Turm von Isengard und die Wälder von Lorien, die liegen irgendwo südöstlich des Auenlandes, würdest du sagen. Wenn du vom Auenland aus zu einem der beiden Orte gehen müsstest, würdest du schätzen, ohne natürlich jemals ganz genau gemessen zu haben, dass du zu beiden Orten den gleichen Weg zurücklegen musst. Das ist Information Nummer 3. Die vierte Information ist dann, dass du dir einfach einen Referenzort sozusagen nimmst und das ist die Festung Fornost Egains, die nordnordöstlich des Auenlands liegt. Und abschließend machst du dir noch kurz deine Gedanken, wie weit müsstest du dich eigentlich drehen, wenn du halt gerade im Auenland bist, um von einem Ort zum anderen zu schauen. Und dabei fällt dir auf, dass wenn du vom Auenland aus auf den Turm von Isengard schaust, musst du dich dreimal so weit nach links drehen, wie du es tun würdest, wenn du von Isengard aus nach Lorien schaust. Und dann erblickst du nämlich fast genau die Festung Fornost Egain. Wenn du aber ganz genau drauf schauen willst, musst du dich wieder ein bisschen nach rechts zurückdrehen. Und ein wenig nach rechts zurückdrehen ist natürlich zum Formalisieren gleich ein bisschen schwierig, aber ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal zusammen beide fest, dass ein wenig, ich würde sagen, ja, 5 Grad, also sagen wir 10 Grad ist, ja, ein wenig, legen wir jetzt mal ein wenig auf 10 Grad fest. Ich denke, alles, was unter 10 Grad ist, lässt sich schwierig irgendwie messen, weil es dann ziemlich genau wird. Ich würde mal sagen, so um und bei 10 Grad ist schon ganz in Ordnung. Okay, das sind all die Informationen, von denen du glaubst, dass sie irgendwie behilfreich sein könnten. Und ich denke, du stimmst mit mir ein, dass wenn du jetzt nur diese Informationen gerade siehst, oder generell schon alleine, als du das Problem von Legolas gehört hast, hast du wahrscheinlich gedacht, ja, ist keine Ahnung, ist überhaupt nicht möglich. Aber ich möchte dir in diesem Video zeigen, dass die Mathematik, die da halt wirklich ziemlich gut helfen kann, und in dem Fall halt dann natürlich die Geometrie, weil du einfach wegkommst von diesen ganz konkreten Bezeichnungen,
und das Ganze einfach ein bisschen abstrakter aufschreibst und dadurch wird es ein ganz normales geometrisches Problem, wie du auch schon ganz andere und wahrscheinlich sogar schon viel schwerere gelöst hast. Okay, ich gebe dir jetzt wieder die Gelegenheit, mach Pause in dem Video und versuch mal, dir eine Zeichnung anzulegen, die halt eben genau diese 5 Punkte widerspiegelt. Weil ohne die Zeichnung wird es dann wirklich schwierig, eine Lösung oder eine Antwort auf Legolas Frage zu finden. Okay, ich denke, du hast jetzt Pause gemacht gehabt und hast jetzt wieder angeschalten. Und jetzt zeige ich dir mal die Herangehensweise, die ich dabei wählen würde. Ich scroll mal runter. Ich denke, die Bilder sind jetzt nicht mehr ganz so interessant. Und ich würde sagen, ich gehe auf wirklich alle Informationen einfach von oben nach unten durch. Und Isengard kriegt bei mir jetzt einfach mal die Farbe Gelb. Ich nehme Orange. Also das hier, Isengard wird Orange. Und den ersten Punkt kann ich natürlich prinzipiell erstmal hinzeichnen, wo ich möchte, weil die anderen Punkte sind dann ja in Relation zu diesem Punkt angegeben. Also den nenne ich jetzt einfach mal Punkt I, I für Isengard. Okay, das war noch ziemlich einfach. Die Wälder von Lorien, die mache ich jetzt einfach mal in hellgrün. Also die Wälder Loriens. Und die müssen jetzt irgendwie nord-nordöstlich von Isengard liegen. So, ich habe jetzt natürlich hier keinen Kompass, dass ich genau Nord-Nordost rauskriege. Aber wenn ich jetzt hier gerade nach oben gehen würde, wäre das Norden. Wenn ich schnurstracks gerade nach rechts gehen würde, dann wäre es Osten. Und Nordosten wäre ja sozusagen 45 Grad dazwischen. Und Nord-Nordosten ist dann zwischen Nordosten und Norden. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu verwirrend, aber um es einfach zu sagen, Nord-Nordosten liegt näher am Norden als am Osten. Also würde ich sagen, packe ich es einfach mal hier hin. Und der Punkt ist dann natürlich Lorien oder ich mache mal nur ein L für die Wälder von Lorien. Okay, damit habe ich Information 1 abgehakt. Im zweiten Punkt habe ich erfahren, dass Isengard und die Wälder Loriens irgendwie grob gesehen im Südosten vom Auenland liegen. Okay, das Auenland kriegt jetzt einfach mal Violett als Farbe. So, du bist Violett. Und ja, wie gesagt, grob gesagt im Südosten, ich glaube, da geht es jetzt eigentlich nur darum, dass ich halt weiß, ob ich das Auenland jetzt hier hinzeichnen soll oder hier rechts oder unten oder oben. Das heißt, das Auenland muss dann ja nordwestlich von den beiden Punkten liegen sozusagen. Also irgendwo, ich packe es jetzt einfach mal hier oben hin. Hier oben hin. Die zweite oder die darauf folgende Information, die dritte ist es dann natürlich, die verrät mir, dass ich vom Auenland aus genauso weit nach Isengard laufen muss, wie ich nach Lorien laufen würde. Also, die Strecke mache ich jetzt einfach mal alle in weiß. Die Strecke von A nach I, ja, die ist genauso lang wie die Strecke von A nach L. Also vom Auenland nach Lorien ist es genauso weit wie vom Auenland nach Isengard. Okay, soweit so gut. Festung Fornost Egain, das ist die Information 4. Und Fornost Egain kriegt jetzt einfach mal ein helles Blau. Und die liegt ebenfalls nord-nordöstlich, aber diesmal vom Auenland. Das heißt, die Richtung muss im Endeffekt ja nur gleich sein. Ich weiß ja immer noch nicht, wie weit Fornost Egain vom Auenland entfernt ist, aber ich weiß, dass es so von der Richtung her genauso ist, wie Isengard zu Lorien liegt oder Lorien zu Isengard, wie du es halt sehen möchtest. Das heißt, hier bin ich sozusagen ungefähr so gegangen, wie ich jetzt hier gerade zeige. Das heißt, hier muss ich auch ungefähr so gehen, also zeichne ich Fornost Egain. Ja, das liegt eigentlich ein bisschen dichter am Auenland dran als... Ich pack's mal hier hin. Und das kriegt jetzt einfach mal ein F. Ein F für Fornost. Soweit, so gut. Die fünfte Information. Und das war wahrscheinlich auch die komplizierteste. Aber wenn man da wirklich langsam und Schritt für Schritt rangeht und vielleicht ein paar mehr Anläufe nimmt, denke ich, ist das ganz gut möglich. Also, schaust du vom Auenland aus auf den Turm von Isengard und drehst dich dreimal so weit nach links, wie du es tun würdest, um von Isengard aus in Richtung Lorien zu schauen. Okay, hier mache ich jetzt erstmal eine Pause sozusagen. Ich würde sagen, ich packe erstmal die Information hier rein. Und zwar von Isengard aus in Richtung Lorien schauen. Das heißt ja, das muss ja der Winkel hier sein. Also wenn du vom Auenland aus nach Isengard schaust und dich nach links drehst, dann musst du dich halt um irgendeinen Winkel nach links drehen. Also in die Richtung, nach links. Ich mache mal sogar einen Pfeil jetzt hier einfach mal dran. Um halt nach Lorien zu schauen. Macht Sinn, denke ich. Ich habe jetzt hier natürlich keine Angabe gegeben bekommen, wie groß dieser Winkel ist. Also benenne ich den jetzt einfach mal. Und ich nenne den jetzt, ja, ist der erste Winkel, also nenne ich den jetzt einfach mal Alpha. So.
So, und jetzt wird es, glaube ich, auch leichter, das hier zu lesen. Also das Ganze hier, was ich jetzt einfach mal in Rot unterstreiche, das hier ist das gleiche wie Alpha. Ja, das ist die Weite sozusagen, um wie weit du dich von Isengard aus nach links drehen musst, um direkt in Richtung Lorien zu schauen. Okay, und du musst dich dreimal so weit nach links drehen, um fast genau auf die Festung von Ost-Egerins zu schauen. Okay, das heißt, es wird ein anderer Winkel, also nehme ich nochmal eine andere Farbe. Und zwar gelb habe ich noch nicht gehabt. So, es geht also jetzt darum, wie weit du nach links schauen musst, wie weit du dich von Isengard aus nach links drehen musst, um auf Fornost Egain zu blicken. Okay, dafür zeichne ich einfach mal noch kurz den Weg hier ein vom Auenland nach Fornost Egain. Der war jetzt zwar an sich noch nicht interessant, aber dann kann ich den Winkel leichter einzeichnen. Also der ganze Winkel hier von hier unten bis hier oben, oder ich mache mal, das ist ja der große Winkel, also mache ich den mal, ich bleibe dabei. Also der Winkel hier, den ich jetzt in gelb eingezeichnet habe, der ist dreimal so groß wie der Winkel hier, also auf jeden Fall 3 Alpha, dreimal Alpha. Und wir haben ja gesagt, du musst dich wieder ein wenig, da haben wir uns ja gerade auf 10 Grad geeinigt, wieder zurückdrehen nach rechts. Also drehe ich mich dreimal Alpha nach links. Und dann drehe ich mich 10 Grad wieder nach rechts. Und das wäre jetzt meine Formalisierung. Und ich behaupte natürlich auch, dass ich mit dieser Formalisierung wie soll ich sagen, von diesen Gegebenheiten, kann ich auf jeden Fall Legolas Frage beantworten, würde ich behaupten. Und ich gebe natürlich dir jetzt wieder kurz die Gelegenheit. Jetzt siehst du, vielleicht hast du genau die gleiche Formalisierung oder du solltest zumindest eine ähnliche haben. Dann probier du dich jetzt erstmal rauszukriegen, wie weit sich Legolas von Lorien aus nach links drehen muss, wenn er vorher nach Isengard geschaut hat, um halt direkt ins Auenland zu schauen. Okay, jetzt bin ich wieder da. Ich hoffe, du hast dich selber dran probiert, denn ich werde nicht müde, das immer wieder zu wiederholen. Nur durch selber nachdenken wirst du es wirklich irgendwas lernen, also wirst du wirklich nur intelligenter sozusagen. Also, meine Herangehensweise wäre die folgende. Erstmal sehe ich jetzt hier noch keine großen geometrischen Figuren, was prinzipiell schlecht ist, weil dann habe ich irgendwie wenig, was ich machen kann. Deswegen würde ich erstmal Isengard und Lorien einfach verbinden. Ups. Isengard und Lorien verbinden. Okay. Und schon, tada, sehe ich, dass das Ganze irgendwie ein Dreieck bildet hier. Und das ist, denke ich, schon ziemlich hilfreich, weil jetzt habe ich ja irgendwelche Winkel hier. Und zwar habe ich jetzt hier einen Winkel und ich habe sogar hier auch noch einen Winkel. Und da ich ja weiß, dass die beiden Strecken hier gleich groß sind, sind das hier unten ja die Basiswinkel, dann haben die einen extra Namen bekommen, weil es ein gleichschenkliges Dreieck ist und dann müssen die ja beide gleich groß sein. Okay, mal gucken, vielleicht hilft uns das später, vielleicht auch nicht. Hauptsache erstmal eingezeichnet und alle Informationen sammeln, die man sammeln kann. Das heißt, die Fragestellung ist ja eigentlich, die Legolas hat, wie groß dieser Winkel hier ist. Also ich nenne ihn jetzt einfach mal Beta, ist der zweite. Also das hier ist Beta und das hier unten ist ja natürlich auch Beta. Er will wissen, wie weit muss er sich von links nach rechts drehen, um von Isengard aus ins Auenland zu schauen. So, wie kriege ich das raus? In einem Dreieck sind alle Winkel zusammen immer 180 Grad. Das heißt, ich kann ja jetzt schon mal hinschreiben, dass ich irgendwann später ausrechnen möchte. Und das mache ich jetzt einfach mal ich mache mal in gelb. Ich will später auf jeden Fall irgendwie mit der Gleichung 180 Grad ist gleich so. Und die besteht ja aus Alpha plus und zweimal Beta muss drin vorkommen. Das war blau. Plus zweimal Beta. Ja, das ist ein hässliches Beta, das machen wir nochmal. So, das ist hübscher. So, vielleicht hilft mir die Information später, vielleicht auch nicht, aber wie gesagt, erstmal Informationen sammeln. So, damit irgendwie kann ich mir ja schon sicher sein jetzt, dass mir auch diese Informationen, oder andersrum, jede Information, die ich habe, wird mir wahrscheinlich irgendwie immer weiterhelfen. Viele Informationen sind immer erstmal gut. Und das ist natürlich jetzt nicht ganz einfach wahrscheinlich zu sehen, aber wie das so ist, wenn mir Informationen fehlen, dann erweitert man das Bild einfach, ohne dabei natürlich zu schummeln. Und du kannst jetzt zum Beispiel die Linie jetzt hier einfach weiterzeichnen. Und auch die Linie hier einfach weiterzeichnen.
So, und dann sieht man, dass ich hier oben ungenau gezeichnet habe, weil Isengard und Lorien, die liegen nordnordöstlich voneinander. Oder Lorien liegt nordnordöstlich von Isengard. Und Fornost Egain liegt nordnordöstlich vom Auenland. Das heißt, die beiden Strecken müssen ja parallel zueinander sein. Auch wenn ich das jetzt hier leider ganz schlecht eingezeichnet habe. Also die beiden hier müssen parallel zueinander sein, weil ich ja eben von Auenland aus in die gleiche Richtung sozusagen, also ich muss die gleiche Ausrichtung wählen, um von A nach F zu kommen, wie ich wählen müsste, um von I nach L zu kommen. Und ich denke, das war die größte Schwierigkeit an dem ganzen Problem eigentlich, zu erkennen, dass die beiden Strecken parallel zueinander sein müssen. Okay, wenn ich jetzt die beiden schon weiter erweitert habe, dann mache ich das einfach mit den anderen jetzt auch nochmal. Und dann siehst du vielleicht jetzt sogar schon, dass sich da eventuell ein Bild ergibt, das du schon mal gesehen hast. Also die Strecke kann ich noch weiter zeichnen und die kann ich auch noch weiter zeichnen. Und zwar, ich nehme jetzt mal Pink. Dieser kleine Winkel hier oben, also wenn du von A nach F schaust und dich dann nach rechts drehst, um nach L zu schauen sozusagen, der besteht ja aus dem großen Winkel. Also ich mache mal einen Pfeil dran. Ah, wird ein bisschen unübersichtlich, die Zeichnung. Der besteht ja aus 3 Alpha minus 10 minus, und der ist ja kleiner, und zwar ist der genau um Alpha Grad kleiner sozusagen. Minus Alpha. Das ist die Größe von diesem kleinen Winkel hier nur. Naja gut, und das kann ich auch gleich noch ein bisschen zusammenfassen. Das heißt, der pinke Winkel hier, der ist also 3 Alpha minus 1 Alpha, ist 2 Alpha minus 10 Grad groß. Und ja, jetzt kommt wieder die scheinbare Magie der Geometrie. Wenn der Winkel hier 2 Alpha minus 10 groß ist, dann ist das hier ja der Stufenwinkel dazu. Da muss der also auch 2 Alpha minus 10 Grad groß sein. Und wenn der hier 2 Alpha minus 10 Grad groß ist, dann muss auch sein Scheitelwinkel, also der Winkel hier drüben, der bei uns Beta ist, auch 2 Alpha minus 10 Grad groß sein. Oder du kannst auch von hier aus gleich sehen, dass der Winkel Beta hier drin der Wechselwinkel zu dem pinken Winkel hier oben ist. Das heißt, ich weiß also, dass Beta definitiv 2 Alpha minus 10 Grad groß sein muss. 2 Alpha minus 10 Grad. Okay, das kann ich ja hier oben schon mal einsetzen. Dann weiß ich also, dass 180 Grad muss also genauso groß sein wie Alpha. Plus 2 mal 2 Alpha minus 10. 2 Alpha minus 10 Grad. Okay, das kann ich ja noch weiter zusammenfassen. Und du siehst vielleicht schon, hier ist ja jetzt auch nur, ich habe gerade die Klammer vergessen, du siehst ja schon, in der Gleichung auf der rechten Seite ist nur noch eine Variable drin. Das heißt, ich kann jetzt einfach nach dieser einen Variable umstellen und dann weiß ich schon mal, wie groß der eine Winkel ist. Also 180 Grad ist also Alpha plus, so das hier noch ausgeklammert, 2 mal 2 Alpha ist 4 Alpha, 2 mal minus 10 Grad ist minus 20 Grad. Und ich scroll noch ein bisschen runter, die Informationen oben haben wir jetzt schon alle verarbeitet. Und weiter geht das Zusammenfassen, 180, auf beiden Seiten kann ich jetzt noch plus 20 rechnen, also hier plus 20 und hier noch plus 20 Grad. Hier natürlich auch noch ein Gradzeichen. Dann fällt der hier weg und der hier weg. Und auf der linken Seite habe ich dann 200 Grad natürlich. Und auf der rechten Seite habe ich dann Alpha plus 4 Alpha. Das sind dann, ich mache mal in Gelb weiter, das sind dann 5 Alpha. Okay, dann teile ich beide Seiten noch durch 5 und habe die Größe von Alpha raus. Also das kürze ich weg. Und 5 und 20 kann ich kürzen zu 4, also zu 40 natürlich dann. Also weiß ich jetzt, dass Alpha 40 Grad groß sein muss. Und das ist definitiv schon mal eine Information, die mir ziemlich weiterhilft, denke ich, weil ich ja auch eine Aussage habe, wie groß Beta ist, und die Aussage ist ja in Abhängigkeit von Alpha. Also kann ich ja einfach jetzt für Alpha hier die 40 Grad einsetzen und weiß dann, wie groß Beta ist. Also, ich mache mal hier so ein, ups, falsche Farbe. Das soll eigentlich in Blau sein. Also mache ich jetzt einfach mal hier so einen Pfeil hin, zack. Das heißt, ich weiß, dass Beta muss 2 mal, ich mache es mal in Rot, damit man es besser sieht, 2 mal 40 Grad groß sein, minus 10 Grad. Minus 10 Grad. Und das heißt ja, dass Beta gleich 2 mal 40 sind 80, minus 10, Beta ist 70 Grad groß.
Und tada, schon haben wir eine Lösung, die wir Legolas sagen können, dass er sich um 70 Grad nach rechts drehen muss, um von Isengard aus in Richtung Auenland zu schauen. Und dann kann er natürlich die Route einfach wählen hier, die ich hier in weiß eingezeichnet habe, um halt auf geradem Weg wirklich nur straks ins Auenland zu kommen. Okay, und für die Skeptiker unter euch, 70 Grad sind natürlich jetzt irgendwie nichts, dass man so ohne weiteres weiß, wie weit muss ich mich denn drehen, um jetzt genau mich 70 Grad gedreht zu haben. Aber ich denke, 90 Grad kriegt ja jeder hin. Das ist halt einfach nur eine Drehung nach rechts sozusagen oder nach links, je nachdem, in welche Richtung du schauen möchtest. Und wir hatten uns ja hier oben schon darauf geeinigt, dass wenn man sich ein wenig in eine Richtung dreht, dann sind das 10 Grad. Und ich denke, das passt auch so zusammen, wenn ich das selber im Versuch machen würde und wirklich messen würde, denke ich, sind 10 Grad wirklich das, was man so als ein bisschen sich drehen würde. Das heißt, du könntest Legolas also sagen, er soll sich einfach um 90 Grad nach rechts drehen und dann zweimal ein bisschen wieder zurück. So, ich würde sagen, dann kannst du dich schon mal darauf freuen, dass du bald auf Legolas treffen wirst, wenn du noch ein bisschen länger im Augenland bleibst. Und wir sehen uns dann im nächsten Video.